Ja, Frau Ministerin, Sie haben gerade China erwähnt. China, 1,4 Milliarden Einwohner, also ungefähr 20 mal so viele wie Deutschland. Ein Bruttoinlandsprodukt von 17 Milliarden, etwa viermal so hoch wie in Deutschland. Und ich habe mir sagen lassen, China bekommt immer noch Entwicklungshilfeleistungen aus dem deutschen Haushalt. Zumindest war es 2020, 2021, 2022 noch so. Also wir leisten Entwicklungshilfe an ein Land, was uns meilenweit voraus ist, zum Mond fliegt, demnächst wahrscheinlich auf dem Mars wird der erste Chinese landen. Und jetzt haben Sie sich gerade dazu eingelassen, dass Sie beklagen, dass sehr viele Entwicklungsländer, also offenbar andere Entwicklungsländer als China, denn China bekommt ja oder bekam ja bis vor kurzem ganz deutlich Entwicklungshilfe, viele andere Entwicklungsländer bei China verschuldet wären. Das haben Sie als Problem gerade markiert. Also ist es dann so, dass wir Entwicklungshilfe an China zahlen und China sorgt dann dafür, dass sich Entwicklungsländer bei China verschulden und Sie beklagen dann das Ganze? Also vielleicht nennen Sie mal die Zahlen der Entwicklungshilfeleistungen an China so in den letzten 2, 3, 4 Jahren. Das ist ja eine Frage, die Ihre Fraktion sehr interessiert und die Sie schon mehrfach gestellt haben. Aber Sie bekommen von mir immer die gleiche Antwort. Schon mein Vorgänger hat 2010 die bilaterale Zusammenarbeit mit regelmäßigen Zusagen von Haushaltsmitteln aus dem Einzelplan 23 beendet. 2010. Und Sie können jetzt auch in den nächsten Jahren noch weiter fragen. Es bleibt dabei. 2010 ist das beendet worden. Was es gibt, ist von der staatlichen Förderbank, von der KfW, Marktkredite zu marktüblichen Konditionen, die mit Zinsen zurückgezahlt werden. Ja, das gibt es bei der KfW, aber es gibt keine Haushaltsmittel, die an China gehen. Trotzdem, die globalen Probleme werden wir ohne China nicht lösen können. Und deswegen müssen wir auch mit China im Gespräch bleiben. Die Klimakrise lässt sich nicht ohne China lösen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir nicht die Kontakte komplett abbrechen.